Das war echt zu früh. So, und ich hoffe, dass Ishii jetzt auch mal was macht hier. Und auch mal ein paar Leute hier platt macht. Wow, 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 Gegner. Und Bams. So, was bringt uns die Kiste? Ich hab genau das. Munition, wow. Hier liegt jede Menge Tod in der Luft. Ich gehe jetzt erstmal in Deckung, Leute, und jetzt hole ich mir den Heli. Nein, 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 ich brauche den Heli. Na komm ran jetzt, Kleiner. Na komm, ran du. So, da haben wir ihn aber. Geht doch. Runter hier, Ishii. So, weiter geht's. Ach nee, wow, ich muss es sogar noch verwenden. Auch nicht schlecht. Ach ja. Und ich höre schon wieder die nächsten Gegner. Wo sind sie denn? Da unten sind sie. Schön zu sehen, dass dein Humor langsam. Und den einen habe ich sogar getroffen, kann das sein? Du machst mich fertig, Kumpel. Und Sturmangriff mitten in die Menge. Bams. Eigentlich wollte ich das Ding hier treten. Aber egal. Ich wollte diese Wand wegkicken und damit den Typen dahinter zermatschen. Nicht gut, gar nicht gut. Oh, oh, wenn ich jetzt verkacke. Vollgas. Skillpunkte. Und wir überleben es. Wir überleben es auf jeden Fall. Wow. Aber Ishii war noch da hinten, Leute, ihr seht. Der hat mir ja echt prima geholfen. So. Und der Heli sollte Geschichte gewesen sein. Gar nicht so übel, das alles. Eine hübsche Aufwärmübung für das, was ich mache, wenn ich diese Final Echo-Schlampe in die Finger bekomme. Final Echo ist nur der Ersatz für uns, Gray. Weitere von Serranos geistlosen Werkzeugen. So, Leute, und das erste, was wir jetzt mal machen, das kann ich euch mal zeigen, ist 200 Skillpunkte sparen, damit wir eine Ladung freischalten können. Ja, diese Ladung, ich werde euch im Nachhinein nochmal zeigen, was so eine Ladung bringt. Und dann werde ich euch zeigen, dass die uns ziemlich viel bringt, denn so eine Ladung ist, wenn ich mich richtig erinnere, 100 oder 1000, ich glaube 100, 100 Schuss in ein. Entweder es waren 100 oder 1000, ich weiß nicht mehr. So, jetzt müssen wir erstmal hier gegen die Sonne hier hochkommen. So, und den Typen hole ich mir und den mache ich auch platt. So, da ist aber noch, wow, noch ein paar Kollegen von dem. Ja gut, da habe ich kein Problem mit. Der geht jetzt erstmal fliegen, der Typ. Bams. Dich schicke ich fliegen, Alter. Wow. Der ist schön runtergeflogen. Und wir holen uns die Minigun. Yeah. Jetzt geht's los. Arishi, du bist es. So, jetzt sollten hier gleich Helikopter kommen. Ja, ja, ja. Die haben noch mehr Vultures. Nicht gut. Mehr Kugeln. Hört den Donner, Jungs. Jetzt geht's abwärts. Erstmal habe ich hier voll die Orientierungsschwierigkeiten. Ich muss die erstmal finden. Diese scheiß Helikopter. Hä, wo ist der letzte da? Alles alle. So. Und wir machen weiter mit unserem Peacemaker Karabiner. Und ich höre doch schon wieder die nächsten Gegner, oder? Ne, die sind hier noch irgendwo. Nicht gut, Gray. Ishii. Ich spüre, wie ich langsamer werde. Das ist nicht gut. Halt durch und überlass die schwere Arbeit mir. Bleib einfach in meiner Nähe. So, Leichtmatrose. Dich kicken wir auch nochmal weg hier. Und zwar so. Nein, rüber da. Ja, sehr schön. Das hat er gut gemacht. Da ist er noch rüber geflogen. Und Ishii, ich würde sagen, wenn du bereit bist, verwenden wir das Teil mal. Oh.
Und dich kicken wir weg. So. Jetzt hoffe ich, dass Ishii bereit ist und... Nein, da vorne ist ein Heli. Verdammt, wir müssen den... zerstören. Wow. Wo sind wir denn jetzt runtergeknallt? Das war knapp. Aber auf jeden Fall ist hier eine Versorgungskapsel. So, jetzt kaufen wir uns unsere erste Ladung und ich werde euch gleich mal zeigen, was uns diese Ladung bringt. So, jetzt kostet jeder weitere 180. Ja, und ein so ein Schuss, das sehen wir da unten an den, an diesen linken Balken, an die, linke Balken. Oh, ich hab's heute nicht so mit dem Sprechen, tut mir leid, Leute. An dem gelben Balken. Und ja, das sind die geladene Schüsse. Wir haben jetzt 4 Stück dabei. Und bei Gelegenheit zeige ich euch, was ein so ein Schuss ausmacht. Die Waffe wird dafür dann ziemlich ungenau, aber es hat ungefähr... Also es macht One-Hit bei den meisten Gegnern. Also bei fast jedem, bis auf den, bis auf die Typen, die eine Minigun haben. Also dieses Maschinengewehr da, was wir eben hatten, um die Helikopter zu ja, Platz zu machen. So, da und die hier machen wir einen Platz. Essenszeit. Ich brauche einen Moment. Verdammt, mir fehlt ein Zugangsport. Ishii? Headshot. Wow! Ishii! Ishii, sprich mit mir! Oh, du hast mir eine scheiß Angst eingejagt. Ich fühle mich schon viel besser. Freut mich, das zu hören. Ich habe die Anlage überladen. Ich prognostiziere eine Explosion innerhalb der Schwerkraft-Kerngeneratoren. Dann prognostiziere ich ein bevorstehendes. Lass uns von hier verschwinden. Wir sollten jetzt mal echt hier verschwinden und... Gib Gas, Ishii! Wow. Wo sind wir jetzt? Jetzt dürfen wir klettern. Ich kriege beim Klettern immer 0 Skillpunkte. Also wir können uns da immer ein paar Punkte dazu verdienen. Ich halte aber nicht so viel von. Und eine weitere Versorgungskapsel. Frachtzug voraus. Können wir aber nichts mit gebrauchen. Der Zug der Sprengstadt verlässt. Bewegt deinen Arsch. So, und ich denke, gleich kann ich euch schon... gleich schon kann ich euch zeigen, wofür so ein Schuss brauchbar ist für die Peacemaker. Erstmal holen wir uns noch den letzten... Oh, da sind ja noch neue Gegner. Gut. Dann sliden wir mal rüber und machen die mal kaputt hier. So. Bam. Headshot. Und hinter mir schon wieder ein Lümmel. Dann komm mal her hier. Ja, fliegt mein Fass. Okay. So, jetzt gehen wir nämlich hier hoch und ich denke, jetzt kann ich auch schon gleich meinen ersten Schuss gebrauchen, den geladenen. Und zwar, wenn es hier gleich hochgeht. Ihr seht ja, hier ist so eine kleine, wie soll man sagen, so eine kleine Rampe, die aber jetzt noch nicht runtergelassen wurde. Hier, die hier. Die wird nämlich jetzt gleich runtergelassen, genau jetzt! So, diese Typen sind nämlich nicht One-Hit. Und jetzt zieht euch mal diesen Schuss hier rein. Bäm! Und die Waffe schlägt erstmal hart zurück. Wow, wow, wow. Und noch ein Schuss. Bäm! Also, viel hält er nicht mehr aus, der Kollege. Wow, wow, wow. Junge, lass mich doch vorbei. Nein, wir sollten jetzt echt mal in Deckung gehen. Denn ich will hier nicht unnötig sterben. Und er ist besiegt, der Amboss. Sehr schön. Heilige Scheiße. So, was haben wir hier? Geschützbatterie aufgebraucht. Gut. Der hat also das Geschütz vollends verballert. Komm her. Und wir bekommen jetzt noch mal ein Geschütz. Sehr schön. Und wir können Gas geben und das Feld räumen. Es wird eine Minute dauern. Da können wir richtig mal ein Schlachtfeld hier eröffnen, also den totalen Krieg hier. Erledigt. Echt
einfach nur zerballern, die Typen. So, und jetzt kommt etwas, was ich mir ziemlich kompliziert vorgestellt habe. So, und jetzt kommt nämlich der Auftrag, die entscheidende Spielszene, die ich immer ziemlich schwer fand. Denn ich habe ja schon mal bis hierhin gespielt, schon weiter. Nur hier bin ich das ein oder andere Mal gestorben, Leute, ganz ehrlich. So. Und jetzt müssen wir erstmal nur die Karren hier zerstören, das ist noch recht einfach. Aber gleich wird's komplizierter, das sag ich euch. Oh, da sind ja schon die nächsten. So, gleich kann ich auch zeigen, was mit komplizierter gemeint war, denn jetzt kommt dieses Rad erstmal auf uns zu und nachdem wir die Wagen zerstört haben, bekommen wir es jetzt mit gleich mit Helikoptern zu tun. Wow, erstmal ist es noch ein Wagen, aber gleich. Wow, wow, wow. Umweltterrorist-Bonus und verzieht euch hier. Spacken. Können wir diese Karre irgendwie platt machen? Wow, da oben kommen die Helikopter. Genau das meinte ich. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Mal schauen, wie viele da kommen. What the fuck? Okay, nach links. Yeah. Oh. Jetzt sind es nämlich verdammt viele Helis. Ich hoffe, ihr könnt das genauso gut sehen wie ich. Das waren jetzt irgendwie 6 Stück oder so. Und da sind immer noch 2? Nein. War's das? Gut. Shit. So, und jetzt mal schauen, wie geht's denn jetzt weiter? Was müssen wir jetzt machen? Oh oh. Noch einer. Scheiße. Das ist der Riesenhelikopter oder was? Was für ein Torpedo? Den da oder was? Ja, anscheinend. Ich denke mal, das ist der Torpedo. Oh oh. Zerstört er sich, oder ist er auch irgendwann mal zerstört? Ah, oh, Mann, Leute! Wann ist denn endlich dieses Ding kaputt? Was? Wieso sind wir gestorben? Also das meinte ich jetzt, Leute. Da sterbe ich dann nochmal. Erster Akt, Kapitel 2, letzter Zug auf Sprengstadt. Wir müssen doch jetzt nicht... schieße die vom Helikopter abgefeuerten Torpedos ab, bevor sie sich erreichen. Wenn wir jetzt wieder von ganz vorne anfangen müssen. Nee, müssen wir nicht, oder? Oh, scheiße. Also war das nicht richtig, auf dieses Ding zu zielen. Ja gut. Ich würde sagen, das machen wir erstmal nächstes Mal. Wow. Dieses Mal wirklich wieder sehr viel Action. Allerdings würde ich sagen, wir speichern hier jetzt und machen nächstes Mal das mit dem Zug aus Sprengstadt. Wir sehen uns bis dahin. Tschö.